Hallo liebe Cibos-Fans, heute mal wieder live aus der Stadthalle. An meiner Seite Christian Held. Zuletzt gab es Siege gegen Ehingen und gegen Schwenningen. Danach gab es 2 Wochen spielfrei. Christian, wie habt ihr die Pause genutzt? Wir sind so ein bisschen zurückgegangen in den Vorbereitungsmodus und haben die Zeit intensiv genutzt, um viel zu trainieren. Was natürlich so, also in der Intensität, sagen wir mal so, in einer Spielwoche nicht möglich ist. Von daher hoffen wir, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben in unserer Entwicklung und freuen uns darauf, das morgen zeigen zu können. Genau, und es ist auch ein neues Gesicht, vielleicht schon im Hintergrund zu sehen, Robert Montgomery Jr. Worauf können sich die Fans dort besonders freuen? Naja, also zunächst mal freuen wir uns, dass wir den letzten Kaderspot endlich füllen konnten. Ich glaube, wir müssen Rob da noch ein bisschen Zeit geben. Er wird uns mit Sicherheit helfen. Er soll uns defensiv helfen, er soll uns im Rebounding helfen und uns möglichst viel am Ring geben. Das wird er auch tun. Aber ich habe es ja eben schon gesagt, also wir haben jetzt die Zeit, hat uns sehr, sehr gut getan, nochmal viel zu trainieren, nochmal viel an Kleinigkeiten zu arbeiten. Und wir arbeiten schon seit 2 Monaten. Und Rob kommt jetzt rein und dann sollten wir nicht von ihm erwarten, dass er nach einer Woche genauso weit ist wie alle anderen nach 2 Monaten. Von daher sollten wir ihm vor allem auch ein bisschen Zeit geben. Der nächste Gegner sind die Artland Dragons, immer ein hitziges Duell. Was habt ihr euch vorgenommen? Wir haben uns vorgenommen, dass wir ihre Offense deutlich schwerer machen. Artland ist immer gut oder sie gewinnen die Spiele, wenn sie offensiv produzieren. Und von daher wird es für uns darum gehen, das ihnen möglichst wegzunehmen und sie vor allem nicht in ihr Drive-and-Kick kommen zu lassen, also wo sie tief den Ball penetrieren und dann ihn wieder rauspassen und daraus Ballbewegungen initiieren. Vielen Dank und wir sehen uns alle beim Spiel. Samstag 19:30 Uhr.